Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer. Weiter geht's jetzt mit einem neuen Interview auf Jungle Drum Radio. Das heutige Thema, wohl vorläufig zum letzten Mal, kann aber nochmal kommen, ist das Attentat auf den Boston-Marathon. Dazu hatten wir schon zweimal den Privatdetektiv Barry Uniman am Mikrofon. Und heute ist er wieder bei uns zu Gast. Hallo Barry. Hallo Josh. Ja, auf deiner Facebook-Seite Truman Show Ja, auseinandergeschrieben und True mit ja, UE. ja, ja, ja. Da hast du ja den Boston-Marathon ziemlich radikal zerlegt. Da ist zum Beispiel eine neue Filmaufnahme aufgetaucht, die den Ort der Explosion unmittelbar nach der Explosion zeigt, und zwar ohne Verletzte, ohne Blut. Ja. Da waren die Schauspieler wohl noch nicht da, wenn es denn welche waren. Ja. Ja, ist die Was klingt Frage, wurden erklärt. die in Zeitlupe verletzt und waren noch nicht verletzt genug, oder was ist da los? Also im Prinzip, vielleicht, weil du auch gerade sagtest auf meiner Seite Truman Show, kann ich diese Sekunde mal nutzen, um mich bei meinen Facebook-Followern zu bedanken für die rege Mitarbeit. Man kann ja inzwischen gar nicht mehr sagen, dass ich es alleine gemacht habe, sondern ich bekomme natürlich links, rechts, oben, unten sehr, sehr viele Hinweise und noch Tipps, wo noch was ist und so weiter. Also dafür mal danke an meine Facebook-Follower. Und inzwischen, du warst jetzt der Erste, der seit Tagen Barry zu mir sagt, was ich toll finde. Ich gewöhne mich langsam wieder dran, weil ich heiße ja bei den meisten Leuten schon Truman. Also eine ganz, ganz tolle und liebe Sache. Zur Sache. Das Video, okay, es tauchen natürlich jetzt so nach und nach wahrscheinlich immer mehr Fotos auf oder immer weitere kleine Videos, wobei ich jetzt so ein Doppeldenk habe, sage ich mal provokativ. Auf der einen Seite können es natürlich Videos sein, die, sagen wir mal, wirklich die Tatsachen zeigen. Oder ich will es mal so sagen, Steve Allen sagte mal, es gibt zwei Arten von Fakten, so nach dem Motto: Two kinds of a fact. That one you look up and that one you make up. Das heißt, es gibt zwei Fakten, nämlich einmal die, die du dir betrachtest, und einmal die zusammengestellt werden. Soll heißen, dass natürlich auch solche Videos gezielt irgendwo ins Netz gestellt werden können oder Fotos, die, sagen wir mal, eine kleine Reaktion auf mögliche Posts, auf mögliche Meinungsrichtungen sind, um dort wieder zu verwirren. Hier ist es jedoch so, es gibt sogar zwei Videos, die ich jetzt mal so ein bisschen ansprechen möchte. Nämlich einmal, wo anscheinend ein Zuschauer, der genau auf der Seite der ersten Explosion stand, gefilmt hatte, wohl mit seiner Smartphone-Kamera, und der dann dementsprechend, also einmal sieht man die Läufer und dann macht es also einen riesen Puff, einen riesen Knall, der sich für mich also im Übrigen jetzt nicht wie um eine klassische Energieexplosion angehört hat, sondern wirklich wie eine Verpuffung schon fast eher. Also ich kratze da mal so ein bisschen die Thematik Rauchbombe an. Und dann sieht man, wie dass das Mobiltelefon also wirklich wirr umherge schwenkt wird, wo ich jetzt sagen muss, okay, in dem Augenblick, wenn ich also flüchte, gut, wenn es jetzt, sagen wir mal, echt war, dann würde ich sagen, okay, dann ist diese Person jetzt einfach losgerannt und muss ja dann irgendwie auch, sagen wir mal, bei dem Explosionsort, sieht man ja auf dem Film, vorbeigerannt sein, etc. pp. Nur in dem Augenblick wackelt das Ja, Smartphone das so wackelt wie extrem. blöd, das Video. Ich weiß, ich habe das gesehen. Das Richtig. heißt, wenn man normal rennt, dann würde ein Video nicht so wackeln. Okay, ja, Richtig. das. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Wenn es denn, sagen wir mal, jetzt eventuell sogar von einem der Protagonisten, ich will nicht schon wieder sagen Schauspieler, mein Gott, aber wenn es jetzt wirklich von einem der Schauspieler inszeniert worden sein sollte, was ich mir, sagen wir mal, zu 90% eher vorstellen kann, dann hatte der wahrscheinlich jedoch nicht bedacht, dass man, obwohl es auch wackelt und hin und her schwenkt, als ob es da, sagen wir mal, ein Erdbeben gegeben hätte, dass man das also aus diesen Sequenzen in Slow Motion, in Zeitlupe abspielen kann. Und da sieht man halt wirklich, sagen wir mal, kurze Momente, die man im Standbild festhalten kann, Bilder, die also auf den unteren Bereich, also auf den Boden, auf die Unterschenkel zeigen, da ist alles clean, alles sauber, kein Blut, keine
Körperteile, die da rumliegen, keine Verletzten, die da rumliegen, nichts. Dann gibt es inzwischen auch ein zweites Video, was, sagen wir mal, 2 Sekunden nach der ersten Explosion aufgenommen wurde, wo also jemand, der auf der Straße gewesen sein muss oder von der anderen gegenüberliegenden Straßenseite dann rübergegangen ist, diese Szenerie der ersten Explosion gefilmt hat. Und auch da sieht man eigentlich nur Rauchschwaden. Und komischerweise, da liegt noch gar kein, jetzt hätte ich wieder Schauspieler gesagt, da liegt noch gar keiner. Also ich gehe mal davon aus, dass der junge Mann oder die junge Frau ein bisschen zu früh gefilmt hat und die Schauspieler waren noch nicht am Set. Ja, der Boden sieht aus wie frisch gekehrt, das stimmt. Ja, richtig, ja. Gut, ja, die letzten Male, da ging es immer um den Jeff Baumann in dem Rollstuhl, der mit dem abgerissenen Fuß, warum denn der nicht bluten würde? Naja, gut, er würde natürlich schon bluten, aber er würde nicht so bluten, wie wir uns das vorstellen. Ich habe mal bei der Rettungsleitstelle in Hamburg angerufen. Ich bin zwar Heilpraktiker und kenne mich mit Anatomie aus, aber wie so eine Arterie nun reagiert, wenn sie abgetrennt wird, das wusste ich nun auch nicht. Und der nette Mann dort am anderen Ende der Leitung, der hat mir dann erklärt, dass das wirklich stimmt, dass die Arterien so zuschwellen an den Enden, dass sie wirklich dicht sind, wenn die Sanis kommen. Wie lange, das ist nicht bekannt, weil die Sanis sich nicht mit der Stoppuhr daneben stellen und dann stoppen, wie lange das dauert, bis es wieder anfängt zu bluten, sondern es wird natürlich sofort alles abgewickelt und abgedichtet und so weiter. Es gibt aber einen anderen Punkt, der ist aufgefallen und der ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Und zwar war der Jeff Baumann an der falschen Stelle abgebunden. Es gibt nur eine Stelle, an der man ein Bein abbinden kann. Und das ist unmittelbar unterhalb der Leistenbeuge auf der Innenseite des Oberschenkels. Dort haben wir den Puls. Und man kann eine Arterie nur abbinden, wenn man durch das Abbinden das Gefäß so an den Knochen herandrückt, dass es abgebunden werden kann und dicht ist. Sobald das unter einem Muskel durchläuft, da kann man es nicht mehr abbinden, definitiv nicht. Wie soll man durch so einen Steg, durch so eine Arterie abbinden? Das geht einfach nicht. Es sei denn, man würde das ganze Steg, also den Muskel, quasi durchtrennen durch das Kurbeln. Und das macht ja auch keinen Sinn. Also, und bei Jeff Baumann, ja, der ist direkt oberhalb vom Knie abgebunden. Und es gibt mit Sicherheit keinen Rettungssanitäter auf der Welt, der so blöd wäre, dort abzubinden, weil mit Sicherheit der dann verbluten würde. Denn, oder wenn er überhaupt verblutet. Aber auf jeden Fall kann man da nicht abbinden. Das geht nicht. Das geht nur ganz oben am obersten Ende. So. Ja. Vielleicht dazu einen Satz noch. Ich hatte ja vor ein paar Tagen ein Interview mit einem amerikanischen Livestream-Radio und da war also auch ein doppelt amputierter dabei und der also auch, sagen wir mal, diese Thematik angesprochen hatte, dass also die Arterien kurzfristig, kurzzeitig anschwellen und das ja unter anderem auch der Grund ist, weshalb, wenn sowas sein sollte, ein amputiert Verletzter dementsprechend sofort liegend transportiert, wie auch immer, werden muss. Ja, und klar. In dem Augenblick, wo natürlich, sagen wir mal, der Verletzte aufrecht im Rollstuhl hin und her gefahren wird, da ist es schon wiederum aus mit dem Anschwellen der Arterien. Da passiert im Prinzip dann gar nichts. Das Weitere, sagte der junge Mann, der selbst, wie gesagt, ja doppelt amputiert war, dass er bei allen Fotos aller Amputierter eine ganz, ganz wichtige Sache vermisst, nämlich die Drainage. Die also fast bis zum Schluss, bis zum Ausheilungsprozess quasi in der Wunde bleibt, um dass dementsprechend da ein Abfluss stattfinden kann. Das ist so eine Flasche mit einem Vakuum und einem Schlauch da rein, damit sich da keine Blutgerinnsel bilden, sondern dass das gleich abgesorgt wird. Ja, okay, richtig. Alles richtig. Klar. Da hat er Tim, gesagt, sehr guter nicht, Einwand. Ne? Eben, außerdem musst du überlegen, die ganze Blutsäule von Jeff Baumann, die konzentriert sich immer am untersten Punkt des Körpers. Und das war in dem Fall, waren das seine Beine. Deswegen würde man so eine Amputation auf den Rücken legen und die Beine nach oben halten, weil dann dadurch das Blutungsrisiko wieder reduziert wird. Okay, man nennt das auch Schocklagerung und außerdem, weil die Gefahr, dass er eben doch in den Schock verfällt, sehr hoch ist, kriegt man dann sofort eine Infusion gelegt. Das heißt, noch an Ort und Stelle, bevor der transportiert wird, kriegt er sofort eine Kanüle in den Arm. Ja. Solange noch ein bisschen Druck drauf ist auf den Leitungen, muss man da eine Kanüle, eine Schmetterlingskanüle oder eine Braunüle setzen. Ja. Denn wenn der zusammensackt, also das heißt, wenn sein Kreislauf total wegkippt,
dann ist kein Blutdruck mehr da. Und wenn Richtig, da ein kommt doch nichts mehr Gefäß rein. keinen Blutdruck drin hat, dann kann ich da auch keine Kanüle reinstecken. Das geht dann Richtig. nicht mehr. Das Ja, ist dann ja. kollabiert, das ist platt. Und Ja. deswegen macht man das vorher. Und auch das ist etwas, also ein ganz, ganz großer Kunstfehler gewesen dort. Ja, eben, ja, richtig, absolut. Okay, dann kommen wir mal weiter. Und zwar hast du ja rausbekommen, dass das nicht nur Schauspieler wohl waren, sondern dass da sogar ein ganzes Firmengeflecht involviert sind. Da gibt Ja. es eine Agentur für amputierte Schauspieler. Ich habe das überprüft, die gibt es Ja. tatsächlich. Und die gehört Ja. tatsächlich dem Bruder von Steven Seagal, Stu Seagal. Dann gibt es eine Prothesenfirma, die involviert sein soll, eine Film- und Castingagentur, sogar eine Filmproduktionsfirma. Was weißt du Ja. darüber? Ja. Ja, also das ist jetzt natürlich ein Thema, wo man schon fast von der Verschwörung hinter der Verschwörung reden könnte, weil, sagen wir mal, eigentlich nur aufmerksam, ja, durch die Amputationsopfer und die schlechte Darstellung der Schauspieler, da war wieder das Wort, sind wir also eigentlich erst in diese Richtung oder in diese Verdachtsrichtung gekommen und haben natürlich da mal weiter recherchiert. Da habe ich also mit einem sehr, sehr lieben Freund Rooster aus Amerika zusammengearbeitet und ja, da ist mit einmal hat sich ein Spinnennetz irgendwo etabliert, was immer größer wurde. Wirklich von einer Prothesenfirma bis hin zu einer Schauspieler-Casting-Agentur, einer für amputierte Menschen, bis hin zu, ja, wie sagt man dazu, Schausteller. Gewerbe, die also dementsprechende Bauten bauen können, bis hin zu Firmen, die sogar fürs Militär dementsprechend arbeiten, die Schauspieler stellen, die Szenarien zusammenstellen, managen etc. pp. Bis hin zu einem Geflecht, was letztendlich auch in in ein Bankkonsortium endet. Und man bekommt irgendwo da so ein bisschen den Geschmack, als wäre es da eine Organisation für False Flag Aktionen, ne? Und wer dann der Auftraggeber ist, kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Ja gut, in Ordnung. Es würde zumindest Sinn machen, dass man sich da eine Firma anmietet, die das dann alles immer schön organisiert. Ich Alles aus finde, einer Hand. ja genau. Denn dann hat man auch weniger Mitwisser, wenn das nur eine einzige Firma macht oder ein Geflecht aus Firmen. Ja. Gut. Also dazu vielleicht, da kann man gerne mal auf meine Seite gehen, weil da gibt es einige Videos, die da ein bisschen tiefer in die Materie gehen und ein bisschen genauer beschreiben, was jetzt hier einfach, sagen wir mal, im Radio zu lange dauern würde, ne? Ja, gehen wir noch mal kurz auf die Beteiligten ein. Man könnte ja durchaus die eine oder andere Opferperson auf mehreren Videos von unterschiedlichen Anschlägen entdecken. Da gibt es Ja. offenbar richtige Schauspielertourneen, Opfertourneen durch die USA. Was ist dir denn Ja. da bekannt? Ja, Gott, also es ist ja schon so, dass ja, sagen wir mal, die Opfer im Prinzip jetzt schon mehr so in die Richtung der Celebrities, also der prominenten Persönlichkeiten irgendwo da gehen. Und wo man also wirklich sagen muss, so wird natürlich irgendwo so, dass das US-amerikanische Volk ja, weiter benebelt und eingeschlafen und eingeschläfert, einfach in diese Richtung, dass jeder jetzt da sein Statement abgibt. Und das Letzte, was ich also da auf meiner Seite posten konnte, war der Tyler Dodd, der wohl eine Beteiligte dort, die jetzt nicht unbedingt amputiert war, aber die halt zumindest auch verletzt war, auch dementsprechend auf dem Arm dann in die Ambulanz getragen hat oder zum Rettungswagen getragen hat, der also dann als Held dort gefeiert wird, wo man jetzt aber festgestellt hat, dass es also ein mehrfach Vorbestrafter ist und der nie, also angeblich auch bei der Armee gewesen ist und auch dementsprechend da das Purple Cross gehabt haben sollte und so weiter und so weiter, der nie in der Armee war, nie gedient hat und so weiter und so weiter. Also Lug und Trug und es ist ein Riesenschauspiel, um den US-Amerikanern im Prinzip jetzt klarzumachen, siehst du, aus dem Grund sollte man eventuell da das Gesetz ein bisschen anschärfen. Da sollte man es da, also es ist die Bestätigung, dass, sagen wir mal, die Gesetze, die jetzt schon innerhalb des Boston-Marathons, sagen wir mal, durchgewunken wurden, doch richtig waren und dass jegliche kleine Gesetzesänderung, die jetzt noch kommt, doch gut ist, weil man sieht ja die ganzen Opfer und man sieht die ganzen Helden und man hält doch alle zusammen und ne, dann will man es doch, jeder will es doch so haben, Okay, Beruf Toter. Allerdings soll es ja auch Tote gegeben ne? haben. Drei.
Und die müssen Spuren hinterlassen haben. Die müssen ja beerdigt worden sein irgendwo. Da muss es ja Angehörige geben. Und du hast ja auch Kontakte in die USA zu deinem Ja. Booster. Ja. Hast du da mal vorgetastet, mal geguckt, ob da was dran ist? Also das Kuriose ist, entweder Familie XY möchte nicht darüber reden oder man möchte nicht den Namen nennen oder, also bring es mal auf den Punkt, man weiß nichts. Weder, gut, vielleicht wird irgendwann mal ein Grabstein mit ganz vielen Blumen schön ins Bild gesetzt, aber weder hat man also einen Leichnam gesehen, noch hat man eine Kirchentrauer gesehen, wo normalerweise auch dementsprechend, wenn jetzt keine Verunstaltungen sind, auch nochmal der oder die Verstorbene aufgebahrt dort, wo man Abschied nehmen kann und kondolieren kann, etc. pp. Es gibt nichts, null. Es wird also totgeschwiegen und das Einzige, sagen wir mal, was etwas ein Thema war, war der Tamerlan, also der ältere Bruder der mutmaßlichen Attentäter, wo man sich also nicht im Klaren war, wo man den also nur auf Deutsch gesagt verschachern will. Der ist also jetzt irgendwo angeblich auf auf einem islamischen Friedhof beigesetzt worden, wo man dann, da gibt es ein kleines Video drüber, wo ein Imam dann sagt, naja gut, okay, wir nehmen, machen das und so weiter und aber unsere Gemeinde ist also nicht sehr erbaut darüber und so weiter und so weiter. Aber von den restlichen Opfern nichts, null, null. Ja, interessant. Gut, kommen wir mal zu ein paar Einzelfakten. Und zwar gibt es da eine Anzeigen- und Großleinwand, auf der man das sportliche Geschehen als Zuschauer nochmal in groß verfolgen konnte, Ja. die ab einem bestimmten Zeitpunkt auf einmal verschwindet. Wie kann eine Ja. Leinwand verschwinden? Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn es nicht der Scotty mit seiner Enterprise war, der die weggebeamt hat, dann würde ich mal sagen, wäre das doch ein schöner Hinweis, dass einmal A, die Fernsehsender oder auch, sagen wir mal, dass das Marathonkomitee, wie auch immer, diese Leinwand ganz einfach nicht mehr brauchte und die dann ganz normal abgebaut wurde, nämlich dann, wenn die Veranstaltung vorbei war. Und zwar, man sieht also deutlich bei den, teilweise auch im Video zu sehen, aber auch bei vielen Fotos, wenn man denn darauf achtet, weil man wahrscheinlich, sagen wir mal, eher auf andere Dinge fokussiert ist, sei es jetzt der Gewinner im Vordergrund oder sei es, sagen wir mal, die Rauchwolke an der Seite, dass man dieses Detail anscheinend bisher einfach übersehen hat. Und als ich mir die Videos immer wieder ansah, machte es auf einmal, ja, Klick und ich sagte, hups, da fehlt doch was. Nämlich genau bis zu diesem, zumindest jetzt muss man unterscheiden, das Video, was uns vorgestellt wurde im Fernsehen, war ja so, dass man also erstmal eine ganze Menge Läufer sah, die also die Ziellinie überkreuzten und dann zurück und dann sieht man also auch einen kleinen Schnitt, wo man also auf der einen Seite schon mal das Gefühl hat, das Bild wird etwas dunkler, was ganz simpel daran liegt, es war einfach späterer Nachmittag, ne? Also dementsprechend die Sonne steht anders, klar sind die Lichtverhältnisse dann anders. Und in dem Augenblick, wo man dann noch so wenige Läufer sieht und kurz darauf, also eine Sekunde später, die Explosion rechts im Bildrand zu sehen ist, da ist die Leinwand weg. Das heißt also, ja, ich will es jetzt nicht vorweggreifen, weil ich habe also da noch ein anderes Foto, was viel, viel interessanter ist und, sagen wir mal, einen ganz klareren Schlusspunkt der ersten Veranstaltung setzt, als jetzt nur die Thematik Leinwand. Aber hier muss man ganz klar davon ausgehen, es handelte sich ganz einfach um zwei Veranstaltungen, nämlich einmal der ganz normale Marathon, wie es auch später nochmal erklären kann und da mit einem zweiten Foto, was ich beschreiben kann, gerne auch beweisen kann. Und danach war halt im Prinzip dann, ne, the stage is yours und die Schauspieler kamen und drehten dann dort ihre Übung, so wie es den Zuschauern und den Besuchern auch gesagt wurde, ne? Also zumindest, ja gut, wenn es zwei Events waren, dann könnte es noch hinkommen, denn so eine 10x15 Meter Leinwand, die baut man mal nicht schnell in einer Stunde ab. Das ist eine ganz schöne Aktion, da wäre es leichter gewesen, die einfach auszuschalten. Aber wenn sie ganz verschwunden ist, spricht das dann eher dafür, dass der Marathon vorbei war. Und dafür Richtig. spricht ja auch dieses Interview mit den zwei Soldaten. Da werden unten so Anzeigen eingeblendet, die Jetzt nimmst du mir den natürlich den Punkt Status weg. des Marathons abbilden. Ja, erzähl doch ruhig zu was. Ja. Ja, nee, das wäre im Prinzip genau der Höhepunkt gewesen. Ja, genau, Josh. Und zwar gibt es oder durch Zufall, also wirklich Zufall, bin ich bei meinen Recherchen auf eine Homepage gelandet vom Boston Herald.
also eine lokale Zeitung in Boston, Massachusetts. Und dort relativ versteckt, ganz rechts unten in der Ecke, ist so eine kleine Videoleiste, wo man also dann so kleine Videos anklicken kann, die man dann sich auf dem Bildschirm ansehen kann. Und da ich nur sehr, sehr neugierig bin, habe ich dann einfach mal kurzerhand da drauf geklickt und kam also nach ein, zwei Videos auf ein Video, wo zwei Soldaten genau in der Zone gegenüber der ersten Explosion gefilmt wurden, also interviewt wurden und auch gefilmt wurden, dass man sich das jetzt mal von der vom Geografischen vorstellen kann. Und da war wohl die, ich nehme an, diese Media Lounge oder wie auch immer. Und im Hintergrund sah man also entspannte Läufer, die, ne, die sind also alle durchs Ziel und ja, hatten also keinen verschwitzten Eindruck mehr. Auch die zwei Soldaten sahen also relativ frisch aus. Und die erzählten also, ja, wie toll es doch war und der ganze Marathon war schön gewesen und alles war toll. Und dass sie also mit ihrer Staffel der Boston US Division, 35 Mann ungefähr, auch dazu muss man wissen, dass die also jedes Mal traditionell mit den letzten Läufern, die letzten Kilometer im vollen Marschgepäck mitlaufen. Das ist bei denen wohl so Tradition. Und auch so ein bisschen noch die Läufer halt motivieren und anheizen, ne? Und ihr schafft schon und go on und so. Wird also ganz, ganz, ganz toll erklärt. Ja, und mit einmal wird, man sieht unten im Bildrand dann auch die digitale Anzeige, nämlich einmal der drei Gewinner, einmal in der Disziplin der Rollstuhlfahrer, Disziplin der Männer und einmal der Frauen. Da sieht man also dann die dementsprechenden Gewinner. Und dann kippte das mit einmal um und da stand jeweils complete, complete, complete. Also beendet, beendet, beendet. Dabei so, das heißt, so ein Marathon, das muss man dazu wissen, unabhängig mal von den versicherungstechnischen Hintergründen, da wird also ein Marathon-Komitee, die werden also jetzt nicht von eventuell 20.000 Gemeldeten sagen, okay, 19.500 oder 800, die haben wir jetzt alle durchgeschleust, jetzt bauen wir mal hier alles ab und der Verkehr fängt wieder an zu laufen und die restlichen Läufer interessieren uns nicht. Nee, die bleiben also wirklich, bis der letzte Läufer durch die Ziellinie läuft. Nämlich das ist ja genau das Startsignal dann dieser Soldaten, die dann mit den letzten Läufern durch die Ziellinie marschieren. So, das heißt, dort stand ganz klar, die Veranstaltung ist beendet. Naja, weil sie auch durch die Ziellinie schon durch waren. Ja, ne? Absolut. Die waren ja schon beim Interview. Das heißt, die Bomben, die sind im Grunde hinter, also nach dem Marathon hochgegangen. Richtig, ja. Richtig, richtig. Also man muss davon ausgehen, dass in dem Augenblick, und so macht auch alles Sinn, dass dann den Zuschauern gesagt wurde, okay, jetzt mutmaße ich mal, jetzt beginnt eine Übung, bleiben Sie ruhig, nichts Wildes und so weiter und so weiter. Und mehr oder minder im Verlassen des normalen Publikums, gleichzeitig wurde das der Monitor, diese Screenleinwand abgebaut und sagen wir mal, die normalen Zuschauer haben also den Platz dann verlassen. Die Schauspieler haben so langsam ihre Plätze eingenommen. Dann sind nochmal so ein paar Statisten da als Marathonläufer durchgelaufen und dann wurde gefilmt etc. pp. So macht alles auf einmal Sinn. Nun hat aber doch die Polizei herausbekommen, einen Monat danach, dass der Zuccar sein Geständnis mit Blut in das Boot reingeschrieben hat. Ja. Ich vermute ja fast, das ist der einzige Grund, weshalb er sich in den Hals geschossen hat, weil er dementsprechend auch Tinte hatte zum Schreiben des Geständnisses. Naja, also wie gesagt, ich habe mir das Boot ja angeschaut, kann jeder selber, muss man nur eine Bildersuche eingeben. Ja. Also, und dann kann man Boston und Bomb und Boat und dann findet man das. Ja, richtig, ja. Und also sag du es, kein Blut. Ich frage mich also dann in dem Zusammenhang, Gott, es ist natürlich eine tolle Story und es hört sich doch toll an. Also ich sag mal, das ist doch das im Prinzip, was bei den Amerikanern irgendwo, the show must go on und das ist doch wieder Gesprächsstoff. Jetzt guck mal, jetzt hat er da auch wirklich mit Blut noch dran geschrieben. Und also für mich ist das eine Geschichte, wo, also ich will mal fast sagen, ja, also es hat so ein bisschen was mit Volksverhetzung zu tun, weil der Punkt ist ja der, da möchte ich mal vielleicht mit einem Satz drauf eingehen, was da geschrieben worden sein sollte, unter anderem auch, wie gesagt, so in dem Tenor, wenn ein Muslime irgendwie verletzt wird, dann würden sich die Muslime gegen den richten und so weiter und so weiter. Das heißt, da kommen wir schon wieder irgendwo in die politischen Gefilde und das Ganze wird ein schmutziges Spiel, wo, sagen wir mal, diese Situation ausgenutzt wird, um irgendwelche politischen
politischen Ziele zu verfolgen und da irgendwo da ein Volk, sagen wir mal, wieder an Pranger zu stellen. Und jetzt sind wieder die Muslimen die Bösen und sorry, tut mir leid. Also es wird langsam lächerlich. Naja, ohne Feind hat der Tag einfach keine Struktur. Gut gesagt. Ja. Ja, wir kommen eigentlich schon zu unserer letzten Frage. Und zwar würde dem Präsidenten Obama etwas Ablenkung eigentlich ganz gut tun. Also ja. Genauer gesagt, die Ablenkung der Massen vom Präsi selbst. Ja. Denn ja. Der hat gerade Ärger an den Hacken. Benghazi-Gate ist aufgeflogen mit dem ermordeten Botschafter in Libyen, dem US-Botschafter. Ja. Dann ist rausgekommen, dass Associated Press, AP, ja. ausspioniert wurde von der US-Regierung. Über 2 Monate haben die das mitgeschnitten. Ja. Dann kam auch noch raus, dass die US-Regierung Kritikern die Steuerbehörde IRS auf den Hals hetzt. Das hat auch einen Sturm der Entrüstung gegeben. Also stellt sich die Frage, ob jetzt gleich schon wieder eine neue False Flag notwendig wird, um davon abzulenken, denn das tun die ja ganz gerne mal so. Und in dem Zusammenhang fällt halt doch auf, dass im Juli in New York eine Antiterrorübung geplant ist. Da wollen sie Gas in die U-Bahn-Schächte einleiten und gucken, wie sich das strömungstechnisch verteilt und so weiter. Ja, ja, und es ist ja nun mal so, dass immer dann, wenn diese Antiterrorübungen stattfanden, auch der Terroranschlag selber stattfand. Das war bei 9-11, da war eine Übung dabei. Bei der Bombe in der Londoner U-Bahn, da war auch eine Übung. Und während des Boston-Marathons jetzt war ebenfalls eine Übung. Also hältst du das für möglich? Könnte da was dran sein oder hole ich das Ganze ein bisschen zu weit her? Was denkst du? Also ich sag mal, man erkennt ja schon irgendwo die Methodik dahinter. Wie du schon gesagt hast, da ist eine Übung, geht man mal lieber nicht hin, weil dann kann man also irgendwo da mit mögliches Opfer eines sogenannten terroristischen Anschlages werden. Ja. Nee, sehe ich absolut genauso, weil ich sag mal, Präsident Obama braucht ganz einfach eine Aktion, wonach er nach diesen erheblichen, da kann man ja schon nicht mehr von einem Fauxpas sprechen, aber er muss ganz einfach sich selbst wieder als Good Guy hinstellen. Also auf der einen Seite natürlich mit einer False Flag sehr, sehr gut, sagen wir mal, in die Wege geleitet werden kann. Nämlich dementsprechend gibt es ja dann Hilfe für die Opfer. Es gibt eventuell Hilfe im Bereich der Unterkünfte. Und ich will mal sagen, ich habe da so weit im Hintergrund, dass doch die FEMA da irgendwo 140.000 Notrationen und Wolldecken und Sachen bestellt hat. Würde passen, ja. Also sagen wir mal, ich will da keinem Angst machen, aber es wird mit Sicherheit da was kommen. Und insofern, sagen wir es mal so, Boston ist im Grunde unter Kriegsrecht gestellt worden. Da sind 9000 Soldaten von Haus zu Haus und haben jedes Haus durchsucht. Gefunden wurde der Joker allerdings von einem Einwohner, von einem Bürger und von einem Soldat. Und die nennt man Zivilcourage, ne? Und naja, dafür ist sein Boot jetzt kaputt. Und ist leck. und hat Löcher. Aber was wollte ich Ihnen gerade sagen? Ja, richtig. Das habe ich den Faden verloren. Egal, machen wir einfach weiter. Also, gut, das wollte ich sagen. Stell dir mal vor, man würde jetzt in New York so einen Anschlag durchziehen, parallel zur Übung, und würde dann ganz New York unter Kriegsrecht stellen. Das wäre natürlich nochmal eine ganz andere Qualität als bei Boston. Ja, also ich sag mal, das natürlich, weil wie gesagt, Boston war ganz einfach eine Übung fürs Kriegsrecht. Und da ist es ja auch schon so und da ist es jetzt eingeführt. Und wie gesagt, es gibt ja auch schon dementsprechende Nachrichten im Internet, dass dort das Kriegsrecht schon durchgewunken wurde und auch schon Wirkung hat. Ich habe unter anderem auch, sagen wir mal, den Text des Gesetzesabschnittes, was ich glaube, das war 2009, ist ja schon verfasst worden. Habe ich auch bei mir nochmal auf die Seite gestellt. Kann man da gerne nachlesen. Und New York wäre ganz einfach, sagen wir mal, wirklich ein Test, ob diese Organisation, ob das Spinnennetz, wie auch immer, ob es funktioniert. Und dann natürlich, sagen wir mal, auch zu sehen, kann man auch den Big Apple unter Militärrecht stellen. Ne? Und es wird so kommen, klar. Ja, und im Grunde ist es eine Ausbildung der Bevölkerung, eine Re-Education-Kampagne. Ja. Diesmal nicht kämpfe für deine Rechte, sondern mach die Tür auf und halt's Maul. So. Richtig, ja, ganz genauso. Also, der Punkt ist ja der, man hat es ja gesehen, wie die Autoritätsgewalten hier gefeiert wurden beim
bei dem nach der Schießerei in Watertown, wo dann angeblich der Joe da gefunden wurde und so weiter und so weiter. Und deine Frage ging ja dahin, dass er dementsprechend damit Blut dann nochmal geschrieben hatte und Geständnis und bla 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 und so weiter und so weiter. Und wie die Leute da behandelt wurden. Also wie gesagt, man hatte ja den Eindruck, man ist irgendwo in Kabul, Afghanistan und nicht irgendwo in Boston. Und das ist einfach eine Situation, die Leute, ich bin dann immer so ein bisschen provokativ und sage dann immer so schön, die Schlafschafe bedanken sich noch dafür. Ne? Ja, na wunderbar, dann sind wir auch schon soweit. War ein sehr interessantes Interview. Vielen Dank dafür, Barry. Gerne. Danke auch an unsere Hörer. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle und sagen wie immer Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Josh, und tschüss an die Zuhörer.